vor der Präsidentenwahl. Ist ein Russland ohne Wladimir Putin denkbar, möglich? Welche Ziele treiben den russischen Diktator wirklich an? Und welche Folgen hat das für die Ukraine, aber auch für Deutschland? Darüber möchte ich heute diskutieren mit Sarah Pagung, die Politikwissenschaftlerin und Russland-Expertin der Körber-Stiftung, beschäftigt sich schon lange mit dem Regime von Wladimir Putin. Herzlich willkommen. Hallo. Mit Rüdiger von Fritsch. Sie waren 5 Jahre lang, von 2014 bis 2019, deutscher Botschafter in Moskau, davor auch mal Vize des BND und heute Partner des Beratungsunternehmens Berlin Global Advisors. Herzlich willkommen. Und bei uns sitzt Wladimir Kamina. Der Schriftsteller wurde in Moskau geboren, lebt seit 1990 in Deutschland und ist hier erneut zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, kürzlich haben russische Staatsmedien den Mitschnitt einer vertraulichen Konversation zwischen hochrangigen Bundeswehroffizieren erst mitgeschnitten und dann auch veröffentlicht. In dieser Konversation wurde über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern beraten. Inzwischen ist bekannt, dass ein Offizier der Bundeswehr sich von einem ungesicherten Netzwerk aus einem Hotel in Singapur eingewählt hat und das Gespräch so mitgeschnitten werden konnte. Frau Pagung, Sie haben zur russischen Einflussnahme im Ausland promoviert. Wie überrascht waren Sie, dass dieser Mitschnitt auch gleich im russischen Staatsfernsehen gezeigt wurde? Was steckt dahinter? Also welches Kalkül? Also ich glaube erstmal, kommt es ja nicht häufig vor, dass so etwas passiert. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass dass sehr viel abgehört wird. Und da er ist jetzt in der Öffentlichkeit gelandet, möglicherweise eben auch, weil es einfach ein Zufallstreffer war und man das veröffentlichen konnte, ohne mögliche Quellen in der Bundeswehr oder in Deutschland preiszugeben. Ansonsten ist das, was daraus gefolgt ist, würde ich sagen, es war sehr absehbar. Also wir haben einerseits die Ziele, dass mit den russischen Auslandsmedien oder auch mit den prorussischen Medien hier in Deutschland eben Unsicherheit gestreut werden soll, auch die Taurus-Debatte nochmal angeheizt werden soll, auch die Polarisierung vorangetrieben werden soll. Und in Russland wird es natürlich genutzt, um das Argument, was man schon lange macht, dass der Westen, dass die NATO aggressiv ist, dass man den Krieg in der Ukraine wollte, um das nochmal zu unterstreichen. Herr von Fritsch, hatten Sie in Ihrer Zeit als deutscher Botschafter in Moskau das Gefühl, ständig abgehört zu werden? Und was glauben Sie, wie umfassend hören die Russen heutzutage bei uns in Deutschland noch so mit? Wir sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche davon ausgegangen, von den russischen Geheimdiensten überwacht zu werden. Selbstverständlich. Wenn mich an diesem Taurus-Leak, wie es heißt, zweierlei überrascht hat, dann erstens, dass man in Deutschland überrascht war, dass die Russen uns abhören. Dass das selbstverständlich ist. Tun sie ständig und umfassend. Wer glaubt, er könne sich elektronischer Medien bedienen und werde nicht von denen abgefischt, ist auf dem Holzpfad. Die digitale Welt ist der wahr gewordene Traum aller Geheimdienste. Ist dann die Bundeswehr und die Bundesregierung auf dem Holzpfad? Auf dem Holzpfad ist, wer nicht die ausreichende Geheimhaltung gewahren lässt. Mich hat überrascht, dass über ein so sensibles Thema derart offen kommuniziert wird und nicht die erforderlichen Maßnahmen eingehalten wurden, die ja vorgesehen sind, über so etwas zu kommunizieren. Frau Pagung, ich meine, Angriffe, Herr von Fritsch hat es gesagt, dieser Art, die sind nicht ein Einzelfall jetzt, sie werden auch wahrscheinlich weiter zunehmen. Wie ist Ihre Einschätzung, sind wir vor russischen Cyberangriffen ausreichend geschützt? Nein, das sind wir aus meiner Sicht nicht. Das haben ja die letzten Jahre auch gezeigt, auch mit den Angriffen auf den Bundestag. Das hat sicherlich zum einen damit zu tun, dass die Sicherheitsstrukturen und Vorkehrungen noch entsprechend ausgestattet werden müssen, weil es, glaube ich, ein Problem ist, dass man so in dem Umfang zu lange nicht auf dem Schirm hatte, auch nicht umfassend auf dem Schirm hatte. Es bleibt natürlich aber das Problem, und das zeigt der Fall ja auch nochmal, dass das größte Risiko das menschliche ist, eben Personen, die Sicherheitsbestimmungen auch ganz sicher, ganz simpler einfach nicht einhalten und das ja dann meistens das beste Einfallstor für Cyberattacken und auch Abhörmaßnahmen sind. Herr Kamina, glauben Sie eigentlich, haben sich mal die Frage gestellt, ob Sie persönlich für den russischen Geheimdienst so interessant sind, dass die auch bei Ihnen mithören? Ich habe ehrlich gesagt nichts weiter zu verstecken. Alles, was ich zu der heutigen Situation zu sagen habe, sage ich auch laut und deutlich. Also sollte mich der russische Geheimdienst tatsächlich abhören, dann ist das
vergebliche Mühe, würde ich sagen. Weil Sie hören eh nichts Interessantes oder nichts Neues. Na doch, also ich halte das schon für sehr interessant, dass, was Sie so sagen. Was ich zu sagen habe, ja. Aber auch, es ist halt nicht geheim. Heute okay. Genauso wenig geheim war die Einstellung, dass die Bundeswehr Menschen bei diesem abgehörten Gespräch da geäußert haben. Klar, natürlich geht es darum, dass diese Raketen nicht ohne deutsche Spezialisten geliefert werden können. Und das wäre dann eine Verbreitung des Krieges über die Grenzen Ukrainas, was unser Bundeskanzler mit aller Kraft versucht zu vermeiden. Mhm. Weil Sie gerade gesagt haben, als Botschafter waren Sie davon ausgegangen, rund um die Uhr abgehört zu werden. Welche Gegenmaßnahmen haben Sie dann persönlich getroffen? Also wie haben Sie sich verhalten? Konditioniert worden dazu sind wir in den späten 80er Jahren, als wir auf unserem ersten Posten im sozialistischen Polen waren. Und eine der erfolgreichsten Gegenmaßnahmen war vielleicht, dass die sich jeden Abend anderthalb Stunden das Gebrüll unserer Kinder haben anhören müssen, wenn die zu Bett gebracht wurden. Ich bin jetzt in meine polnischen Geheimdienstakten eingestiegen und habe also herausgefunden, wie detailliert die mich überwacht haben, weil zu meinen Aufgaben der Kontakt zur damals illegalen Opposition gehörte, wie genau man mir gefolgt ist, das war ganz offensichtlich. Sie können über bestimmte Dinge nicht reden, sie können auch privat über bestimmte Dinge nicht reden. Ich konnte mich mit meiner Frau über bestimmte Dinge eben nicht austauschen. Und sie haben die Möglichkeiten, natürlich geschützt zu kommunizieren, sei es, dass wir innerhalb der Botschaft entsprechende Räume haben, wo wir offen sprechen konnten, oder auch geschützte Kommunikationswege mit der Bundesregierung, einschließlich mobiler Telefone, die Sie umschalten können auf einen anderen Modus. Aber dann müssen Sie natürlich aufpassen, dass Sie mit dem auf sicher geschalteten Mobiltelefon nicht irgendwo stehen, wo sonst jemand zuhört. Nicht? Als Reaktion auf das Taurus-Leak debattierte man in der vergangenen Woche im russischen Staatsfernsehen quasi vor Millionenpublikum, welche deutsche Stadt man denn nun angreifen solle, welche sich da besonders eignen würde. Wirklich eine skurrile Veranstaltung und wir hören da mal kurz rein. Und was sollten wir in Deutschland als Rache für die Taurus-Marschflugkörper zerstören? Hamburg, ja. Garmisch-Partenkirchen? Nein, die Stadt ist zu klein, das lohnt sich nicht. Selbst unsere Raketen sind mehr wert. Lieber Hamburg. Oder vielleicht München? München. Meinen die das ernst, Frau Pagung? Diese Herrschaften sind ja nur Männer. Es sind ja meistens sehr viele Männer oder vielleicht nicht ganz, aber dann doch häufig Männer. Fast ausschließlich. Ich glaube nicht, dass es in dem Sinne ernst gemeint ist, dass es wirklich jetzt aktuell geplant ist. Es ist natürlich Teil einer Propagandavorstellung, um den Menschen in Russland deutlich zu machen, dass der Westen der Feind ist, dass Russland aber auch wehrhaft ist, sich wehren kann, dass der Westen am Ende unterlegen ist. Ich glaube, das sind die darunterliegenden Narrative, denen man die Menschen deutlich machen will. Nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas, was mir Sorgen bereitet, weil wenn sie in Russland leben und das jetzt seit mindestens 2 Jahren in abgeschwächter Form auch schon länger immer wieder hören, macht es natürlich was mit den Menschen und es verschiebt vielleicht auch Vorstellbares oder auch politisch Umsetzbares am Ende. Herr von Fritsch, wenn wir noch mal konkret auf diese Herrenrunde dort im russischen Staatsfernsehen eingehen, wie würden Sie das charakterisieren? Was ist das für eine Runde? Welche Funktion, welche Bedeutung haben Sie auch im Machtsystem Putin? Ist das vorauseilender Gehorsam, wenn Sie da Ihre Bombardement-Fantasien, oder ist das sogar angeordnet? Wie muss man das einschätzen? Das sind bezahlte Lakaien des Regimes, die das zu erzählen haben. Wir müssen uns insgesamt klar machen, dass das elementare Herrschaftsinstrument dieses Regimes, wie andere diktatorische Regime, es ist ständig Angst zu verbreiten. Nicht? Russland hat 3 wichtige Exportgüter, fossile Energieträger, Waffen und Angst. Ständig anderen Angst machen und mit dem Mittel der Angst auch im Land regieren. Auch die Menschen leben ja in Angst. Und auch diese Herren leben in Angst, dass sie ihre hochbezahlten Jobs verlieren, dass sie einen Einfluss verlieren könnten. Also jeder lebt in Angst. Mit dem Ergebnis, dass niemand mehr auch den Hohen Herrn zuverlässig berät im Übrigen. Das ist ein Klassiker eines diktatorischen Regimes. Der ist völlig für sich und jeder erzählt ihm nur noch das, von dem er glaubt, dass der das gerne hören würde. Und das Ergebnis haben wir am 24. Februar vor 2 Jahren gesehen, als er in einer völligen Fehlkalkulation geglaubt hat, er kann seine grotesken Ziele durchsetzen und sich geirrt hat. Glauben Sie, dass Wladimir Putin sich tatsächlich da selber einschaltet und sagt, können wir nicht mal im Staatsfernsehen so eine Runde machen, wo meine Experten darüber diskutieren, welche Ziele in Deutschland getroffen werden können?
Also er beschäftigt sich ja manchmal mit grotesken Details. Das erlebt man in seinen Sendungen, wenn er das Volk zuschalten lässt und sagt, also die Wasserleitung da hinten in Irkutsk muss jetzt sofort repariert werden oder so. Nicht der oberste Herr, der von nichts weiß, was Schlimmes im Lande los ist, aber dann dafür sorgt, dass alles gut geregelt wird. Nein, es gibt einen entsprechenden Apparat, der das umsetzt. Darum muss er sich nicht kümmern. Aber es ist natürlich ein Instrument, das er nicht nur gut heißt, sondern auch nach Belieben einsetzt. Bis hin dazu, dass er hinter sich diese Klappe hat, die er alle 3 Wochen aufmacht. Und da kommt der Kistenteufel Medvedev raus und schreit Nuklear, Krieg und verschwindet wieder. Der Medvedev, der ihn mal als Präsident quasi ersetzt hat. Genau, ja. Mhm. Und der ruft dann immer, wir haben Atomwaffen. Genau, und der ist dazu da, sozusagen Schrecken in die ganze Welt zu verbreiten. Wir müssen uns in der Debatte, wenn hier von solchen bizarren Szenarien gesprochen wird, wie der Bombardierung von München oder Garmisch-Partenkirchen, eines schon klar machen. Wladimir Putin ist nicht verrückt. Er denkt nur in einer anderen Logik als wir. Er ist in einer anderen Welt unterwegs, aber er hat auch Ziele. Und zu denen gehört es, die Großgröße, die Macht, die Stärke Russlands zu erhalten oder zu befördern und zu erreichen. Und er weiß ganz genau, dass wenn er unsinnig auf diesen Knopf drücken wird, dass das Ende seiner eigenen Vorstellung und seines Landes wäre. Er weiß, was im Artikel 5 des NATO-Vertrages steht. Naja, ob der noch so gilt, da reden wir später drüber. Nochmal zu diesem Ausschnitt, Herr Kaminer, ist das für Sie, ich meine, Sie verstehen sich ja im Fach Humor auch sehr gut, ist das für Sie Comedy oder hat es doch etwas Bedrohliches, wenn Sie den Herren im russischen Staatsfernsehen dort zuhören? Na, es hat doch eine bedrohliche Komponente, schauen Sie. Also ich bin voll und ganz bei meinen Kollegen hier. Ja. Natürlich ist das Hauptziel, die Hauptwaffe, diese Sendung, muss Angst und Schrecken verbreiten, damit die Deutschen es übersetzen, damit wir es in einer gemütlichen Runde besprechen und diese Angst quasi weiter verbreiten. Die Sendung, nicht die Bombe, soll als eine Art humanitäre Waffe dienen. Nun bin ich bei Herrn Fritsch auch voll und ganz. Ist das natürlich, hat es auch so eine Rückwirkung. Der Präsident schaut sein eigenes Fernsehen, dem er befohlen hat, diese Geschichten zu verbreiten und fällt seiner eigenen Propaganda zu Opfer. Das ist wirklich so. Und glaubt möglicherweise... Ich wollte nicht zweifeln, ich muss trotzdem drüber lachen. Dass es tatsächlich möglich wäre, ein paar Raketen auch weiterzuschicken und nicht nur in die Ukraine. Da sehe ich die Gefahr. Klar, natürlich, er ist nicht verrückt. Er ist vielleicht heute nicht verrückt, aber wir können nicht hundertprozentig sicher sein, dass er nach viel Fernsehen auch morgen und übermorgen noch bei Verstand bleibt. Also quasi ein Opfer seiner eigenen Inszenierung und Propaganda. Durchaus, er kann in diese illusorische Welt dann abweichen und glauben, man kann auch mit solchen Waffen Kriege führen. Wo wir schon bei der Persönlichkeitsprofil quasi sind, schließen sich der Einschätzung an, dass Wladimir Putin sehr rational ist, nicht verrückt? Also ich würde mich dem anschließen. Ich glaube aber auch, dass diese Debatte ist ja rational oder irrational, dass das gar nicht das Ausschlaggebende ist, sondern man sich einfach anschauen muss, was sind die politischen, auch die vielleicht historisch aufgeladenen Ziele, die er sich gesetzt hat und die er eben Stück für Stück umsetzt. Und dann sieht man eben auch, dass er eigentlich genau dem folgt, dass das nur nicht zwingend dem Kosten-Nutzen-Kalkül folgt, den wir hier vielleicht haben. Also beispielsweise, wenn wir immer gesagt haben, okay, Putin oder Russland würde nie die Krim annektieren oder würde nie die Ukraine angreifen, weil die wirtschaftlichen Konsequenzen wären viel zu groß und wir einfach immer wieder sehen müssen, dass das nicht das ist, was den Ausschlag gibt, sondern dass es eben diese Vorstellung von imperialer russischer Größe ist, die ihn antreibt und dass es dafür am Ende ihm und sicherlich auch seiner Clique um ihn herum eigentlich egal ist, wie hoch der Preis ist. Wir reden aber wenn er dann sieht, dass seine Ziele nicht zu erreichen sind mit dem vorhandenen Geld und mit vorhandenem menschlichem Material, was tut er dann? Also kann nur quasi erhöhen. Aber wir müssen uns mal von der Vorstellung des Knopfes, auf den er drücken kann, trennen. Das gibt es auch in Russland nicht. Er hat nicht einen roten Knopf, auf den er drückt, und da fliegt eine Rakete. Dann also klären einfach, Sie kurz auf, wie ist das Prozedere? Ist es nicht. Es gibt in jedem Land Befehlsketten, die umgesetzt werden müssen, und es gibt einen Rest an Kontrolle und dann vielleicht den Moment, wo einige Obristen sich doch sagen, das kostet jetzt hier auch meine Existenz, mein Leben, meine Zukunft, und ihm dann endgültig in den Arm fallen. Davor muss er sich fürchten, in einem Militär
dass er über die letzten 2 Jahre nicht sehr gut behandelt hat, mal abgesehen von der materiellen Ausstattung, aber er hat ihre obersten Offiziere schlecht behandelt und anderes mehr. Er muss auch dieses Risiko genauso, er muss dieses Risiko auch kalkulieren. Und Frau Pang hat völlig recht, er denkt nicht in unserem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Insofern ist er in einer anderen Rationalität. Aber er verkalkuliert sich auch grandios. Er hat sich strategisch verkalkuliert. Er hat vor Ausbruch des Krieges vom Westen ausdrücklich verlangt, er hat uns ja schriftlich gegeben, was er alles will, zum Beispiel, dass wir nicht die NATO ausweiten. Und was hat er nach Kriegsbeginn sofort kassiert? 2 neue Mitgliedsanträge von Schweden und Finnland. Das heißt, er widerhandelt seinen eigenen strategischen Interessen auch. Also ich möchte nicht unsere Zukunft davon abhängig machen, was im Kopf eines operativen Offiziers dann passieren wird, wenn er ein solches Befehl von einem Präsidenten bekommt, den er vielleicht auch gar nicht mag. Aber wir müssen mit der Realität leben. Also das ist. Wir reden auch heute über diese Realität, weil zur russischen Realität gehört, dass am Wochenende Präsidentschaftswahlen stattfinden. Nein. Seit wann finden am Wochenende Präsidentschaftswahlen statt? Letzte Woche waren wir in Pakistan. Es gibt die Akklamation eines Diktators. So, die offizielle Bezeichnung ist nach wie vor Präsidentschaftswahlen und das wäre doch direkt die Frage gewesen. Kreml-Kritiker wie Herr von Fritsch bezeichnen die Wahl eher als Parodie. Was sagen Sie, Herr Kamida? Nach meiner Beobachtung wird auch in Russland das Wort Wahl nicht ungern benutzt. Was sagt man da? Naja, man spricht von einer elektoralen Maßnahme. Und das verstehen auch Menschen, auch vor Ort, die kleinen, die dafür zuständig sind, die kleinen Chefs, als eine Maßnahme, als eine unangenehme, aber für die eigene Gesundheit notwendige Maßnahme. Wie der jährliche Gang zum Urologen, würde ich sagen, was auch als eine rektale Maßnahme bezeichnet wird. Ja. Allerdings müssen, ich glaube, zu Urologen gehen viel weniger Menschen, als zu dieser elektoralen Maßnahme erwartet werden. Mhm. Gibt es denn überhaupt, in die Runde gefragt, irgendeine Möglichkeit, dass Putin diese Wahl, sagen wir mal, nicht mit 90% Zustimmung beendet, Herr von Fritsch? Es gibt relativ wenig, was man heutzutage zuverlässig voraussagen kann, aber das kann man wohl zuverlässig voraussagen, dass es so ausgeht. Hat es Putin dann überhaupt noch nötig, Wahlen zu fälschen? Naja, ich glaube, den Blick, den wir auf diese Wahlen oder elektoralen Maßnahmen in Russland haben, ist eben der Blick, den wir auf Wahlen hier haben. Und dann sind Wahlen dazu da, jemanden zu wählen. Genau, jemanden zu wählen und im Zweifelsfall einen Machtwechsel herbeizuführen oder diejenigen, die jetzt die Macht haben, darin zu bestätigen. Das ist die Möglichkeit, die uns hier in Deutschland zum Beispiel offen steht. Wenn wir nach Russland schauen, ist das natürlich nicht Sinn und Zweck dieser Wahlen, weil, wie Herr von Fritsch sagt, steht das Ergebnis schon fest. Das heißt aber nicht, dass in autoritären Systemen generell Wahlen keine Rolle erfüllen, sondern sie sollen Legitimität produzieren. Mhm. Umso höher die Wahlbeteiligung ist und umso besser das Ergebnis für Wladimir Putin, umso größer ist seine Legitimität und auch umso besser kann er nicht nur der Bevölkerung, sondern vor allen Dingen auch den Eliten deutlich machen, dass er der Richtige ist, dass er derjenige ist, der die Stabilität dieses Systems, an dem ja gerade die Eliten auch massiv verdienen und sich bereichern, dass er das garantieren kann. Deswegen ist es schon wichtig, dass... Eine Stresssituation für das System ist das diese Wahlperiode. Das setzt aber voraus, dass, sei es das Volk oder die Eliten glauben, dass das Ergebnis echt ist. Das glaubt ja keiner. Jeder weiß ja, was da passiert. In der DDR nannte man das Faltengehen. Nicht? Denn man weiß ja genau, dass das Fake ist, dass die Leute mobilisiert werden, dass jemand Konsequenzen zu befürchten hat, der für den Staat arbeitet und das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung, wenn der nicht bei der Wahl erscheint. Das weiß jeder und auch die Eliten, der Elite ist der völlig falsche Ausdruck in dem Zusammenhang, aber die Angehörigen der Führungsschicht wissen ja ganz genau, was da passiert. Ich glaube aber, dass das kein Widerspruch ist, weil natürlich wissen auch alle im Land, dass das Ergebnis dieser Wahl nicht echt ist, aber es muss ja trotzdem so ein Wahlergebnis, sowohl von Höhe als auch eben von Wahlbeteiligung, muss ja erstmal umgesetzt werden durch Wahlfälschung, durch unfaire Wahlbedingungen. Und es zeigt eben auch nochmal die Leistungsfähigkeit so eines autoritären Systems. Okay, kann das System das? Kann das auch jede einzelne Teilrepublik der Russischen Föderation? Ich glaube, dass der Grund für die Wahl ein anderer ist. Das ist so ein Klassiker einer Diktatur, eben auch in Russland. Man will suggerieren, man sei ein normaler Staat. Man sagt nicht, ich bin jetzt lebenslang Diktator.
sondern man sagt, wir sind eine Demokratie. Wir haben Wahlen. Wir haben drei Kandidaten auf der Liste. Die sind zwar alle meiner Meinung, aber man ist ja auch ein Rechtsstaat. Wofür ist denn Herr Nawalny eingesperrt worden? Doch nicht für seine abweichende politische Meinung, sondern wegen Steuervergehen. Nicht, man suggeriert immer eine Fiktion, die nach außen einen Anschein erwecken soll, man sei eine Normalität, und das ist man nicht. Kurze Frage an Sie, Ihre Einschätzung, ab wie viel Prozent wäre Putin denn tatsächlich gescheitert? Ab wann wäre es richtig unangenehm für ihn? 80%? 85%? Dann fragen wir mal, wie groß ist die Zustimmung im Land zu ihm? Das ist die interessante Frage, denn tatsächlich, weil ja immer wieder, naja, also es gibt interessante Untersuchungen der russischen Soziologie auch heute noch, die ungefähr, glaube ich, ganz gut ermessen können, wie ist die Verteilung der Menschen, die hinter ihm stehen. Und man sagt, es gibt so gegen 20%, die vielleicht ähnliche Vorstellungen haben wie Herr Nawalny, für eine Demokratie sind oder anderes. Es gibt 20%, die sozusagen seine militanten Befürworter sind. Und dann gibt es die große Mitte der Menschen, die genau schauen, wie kann ich unter diesen schwierigen Bedingungen meines Alltags in Russland irgendwie überleben, was muss ich tun, damit mir nichts passiert. Und die, das ist so ein Begriff der russischen Soziologie, in einer antrainierten Gleichgültigkeit leben. Die wissen, was von ihnen verlangt wird, und da gilt der alte Satz, wer den Kopf nicht hebt, dem wird das Haupt nicht abgeschlagen. Und das ist die Haltung der großen Menge der Menschen, die natürlich dann auch bereit wären, gegebenenfalls anders zu denken. Herr Kamina, Sie sind in Kontakt mit Menschen in Russland. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie beliebt ist Putin tatsächlich? Ich möchte nur kurz anmerken, was der Sinn dieser Wahl ist, was wir noch in der Runde nicht gesagt haben. Ich glaube, sehr wichtig für die Menschen, für das System Putin dort ist, die Loyalität und Effektivität vor Ort, in den Regionen, dem Kreml zu zeigen. Ganz egal, wie sie fälschen. Das ist mit Fälschen, das ist auch so eine Sache. Natürlich kann man alles fälschen, und die Russen haben in den letzten 25 Jahren Putin da große Erfahrungen gesammelt, wie man das machen kann. Es gibt sehr viele Methoden. Aber selbst um etwas zu fälschen, braucht man eine stabile Grundlage. Irgendwelche, schon ein paar Bürger, die da hingehen und ihre Stimmen abgeben. Wenn gar keiner kommt, dann hat man nichts zum Fälschen. Das haben wir in Weißrussland gesehen, wo auch der Diktator zum Volk erschien und sagte, ich habe 80%, und das Volk sagte, nee, du hast 3. Daraus kam etwas sehr Unerwartetes. Ja. Und nochmal Ihre Einschätzung, wie beliebt ist Putin tatsächlich in der russischen Bevölkerung heute? Meine subjektive Einschätzung ist 50-50. Ja, na, es gibt einen Punkt, an dem die absolute Mehrheit der Bevölkerung mit dem Präsidenten nicht einverstanden ist. Das ist dieser Krieg. Also das sehen wir an den Bildern. Also jedes Mal, wenn Sie eine Möglichkeit spüren, die Bevölkerung, die russische Bevölkerung, dass sie ohne jetzt Schaden sich zuzufügen, etwas zum Thema Schluss mit Krieg sagen können, dann laufen sie alle hin. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil wenn man mal auf Putins Beliebtheitswerte im Verlauf der Zeit schaut, dann fällt schon auf, in Kriegszeiten steigen sie massiv. Zum Beispiel ist 2019 war dieser Beliebtheitswert durch seine Rentenreform gesunken, wohl auf 66%, nach dem Überfall der Ukraine dann aber wieder auf 85% oder mehr gestiegen. Man muss grundsätzlich sehen, wonach entscheiden die Menschen in Russland ihre Zustimmung zu ihrer Führung. Nicht? Wenn wir zur Bundestagswahl gehen, dann geht es um Bildung, um Klimawandel, was weiß ich. Für die Menschen in Russland ist es, sind wir ein großes Land. Das garantiert er. Ist Ordnung im Land, herrscht Stabilität, und da hinten irgendwo kommt die Rente der Oma und meine eigene ökonomische Situation und so. Und von daher ist er in der Lage zu suggerieren, er sei ein erfolgreicher Führer, solange er einen solchen Krieg wie diese grandiose Annexion der Krim damals beispielsweise kurz und schnell und schmerzlos durchsetzen kann. Zu dem jetzigen Krieg, da hat der Kamina völlig recht, stimmen die Leute natürlich nicht mehr zu, weil ihm genau das nicht gelungen ist. Und deswegen muss er jetzt gewährleisten, wenn er da schon die Zustimmung nicht mehr hat, dass er gleichwohl die ökonomische und soziale Lage der Menschen stabil hält, damit die Zustimmung zu ihm bleibt. Denn das ist der gefährliche Punkt. Und davor hat das Regime Angst. Und dass das Regime Angst hat, sehen wir an solchen Tatsachen wie, dass er Menschen verhaften lässt, die Blumen niederlegen, weil ein toter Kritiker gestorben ist. Das dieses ist Regime hat Angst, hat Angst vor dem eigenen Volk. Wenn Putin jetzt
eine weitere sechsjährige Amtszeit beendet hat, dann würde er in der Dauer der Amtszeit Josef Stalin überholen. Er war dann der am längsten amtierende Staatschef seit der Zeiten von Katharina der Großen im 18. Jahrhundert. Ist es das, Frau Pagung, wonach Putin strebt, nach dieser historischen Größe? Also es ist natürlich schon etwas, was auffällt in seinen Reden und auch seinen Texten, dass er immer wieder diese historischen Analogien sucht, sich gerne auch mal in eine Reihe stellt mit Katharina der Großen, mit Peter den Großen, mit den russischen Herrschern, die, wie er sagt, russisches Land gesammelt oder zurückgeholt haben. Dass dieser historische Topos ist etwas, was wir eigentlich schon seit vielen Jahren bei ihm beobachten können. Man sieht das ja immer gerne, wenn er Interviews gibt, dann bekommt der Journalist oder die Journalistin erstmal eine halbstündige verdrehte Geschichtsvorlesung. Das ist, scheint etwas, also er ist ein kleiner Hobbyhistoriker, würde ich sagen. Das hat sich aus meiner Sicht in den letzten 2, vielleicht 3 Jahren aber nochmal verstärkt, dass er gefühlt immer weiter abtaucht in diese sehr verdrehte, sehr einseitige Geschichtssicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Corona-Effekt ist, wo er dann in seinem, also er war ja sehr abgeschlossen, sehr distanziert während Corona. Man konnte ja kaum zu ihm, ob er dann da in seinem Keller saß und in seinen Geschichtsbüchern sich so ein bisschen radikalisiert hat. Aber das scheint mir schon etwas zu sein, was ihn auch antreibt, weil diese historische Größe nicht nur für das Land zu suchen, das er regiert und kontrolliert, sondern vielleicht auch für sich selbst. Ist das etwas, was sein könnte, dass das sein großes Ziel ist, Wladimir der Große? Nein, ich glaube, man kann sehr vieles über ihn sagen, sehr viel Schlechtes. Ich glaube nicht, dass er besonders eitel ist. Ich glaube, er wäre bereit, die Macht auch abzugeben, wenn er eine gute Lösung hätte. Und zu seinen Dilemmata gehört, dass er keine Nachfolge hat. Er ist einmal gescheitert, aus seiner Sicht jedenfalls, mit Medvedev als Platzhalter, als er noch versuchte, die Verfassung mehr einzuhalten. Mit dem war er nicht zufrieden, der wurde dann auch abgehalftert, der war zu schwach. Daraufhin hat er die Verfassung so geändert, dass er weitermachen kann, weil er nicht weiß, wem sollte er das übergeben. Es geht ihm in der Tat um die Größe Russlands, um seine Macht, um seine Bedeutung. Mhm. Der Retter des Abendlandes, das dritte Rom, dieser ganze Zirkus, der da erzählt wird, in einer völlig verquasten Geschichtssicht in der Tat. Es geht ihm nicht so sehr um sich selbst, das glaube ich nicht. Glauben Sie das auch, Herr Kamina, dass Wladimir Putin nicht eitel ist, sondern dass es ihm ums Land geht, um es mal positiv auszudrücken? Macht ist natürlich schön, das ist was anderes. Naja, natürlich geht es ihm um Machterhalt, weil er ohne diese Macht wahrscheinlich dort landen würde, wo jetzt seine politischen Gegner sind. Entweder unter der Erde oder im Knast. Aber ich glaube, es tut mir leid, ich glaube, dass wir dieses Herumwursteln im Kopf eines Mannes, wo wir sowieso nicht hineinblicken können, wir sollen damit aufhören. Das ist irrelevant für unser Problem, das wir hier haben, in Deutschland, mit diesem Krieg und mit diesem Nachbarstaat Russland. Sie glauben, was in Putins Kopf vorgeht, ist irrelevant für diesen Krieg? Ja, ich denke, es ist schon wichtig zu verstehen, dass wir es mit einem ausgebildeten KGB-Offizier zu tun haben, der in den Kategorien eines KGB-Offiziers denkt, in Verschwörungstheorien denkt. Sie haben ihn ja auch mehrfach getroffen, ja. Wladimir Putin. Wir haben ihn beide getroffen mit Jelzin. Wir waren zusammen. Ja, ich meine, da, ob er jetzt sich als Katharina der Große vorstellt oder nur gewinnbringend handeln will, das bringt uns nicht weiter. Das ist irrelevant. Es gibt keine Haltung, keine klare Haltung seitens Europa, seitens Deutschland zu dem, was jetzt in der Welt passiert. Das ist ja nur ein Teil des Problems, Russland mit seinem Krieg. Da werden Sie mir doch bestimmt zustimmen. Also beides richtig. Wir müssen schon versuchen zu verstehen, wie funktioniert und denkt ein Mensch, der so viel alleine entscheidet. Erstens, wie gesagt, ein KGB-Offizier, der in Verschwörungstheorien gelernt hat und trainiert ist zu denken. Und zweitens, als typischer Geheimdienstoffizier, sehr gut taktisch operativ ausgebildet und erfahren ist, aber kein Stratege. Da täuscht man sich häufig. Er ist kein strategischer Denker. Er ist ein großartiger Taktiker, der immer 5 Optionen auf dem Tisch hat und dann irgendwas probiert, nach dem Motto, mal sehen, was geht. Und was geht, hängt im Wesentlichen von uns ab. Und da sind wir bei dem Punkt, den Herr Kamina richtig anspricht. Was dort weiter geschehen wird, hängt sehr stark von uns ab und von unserer
Reaktion auf diesen Krieg, auf die Frage, werden wir bereit sein, die Ukraine, wie es nötig ist, weiter zu unterstützen, weil Wladimir Putin sehr viel mehr will, wie er uns, wie gesagt, schriftlich gegeben hat. Mhm. Wir haben Fotos gesehen, wie Sie ihn getroffen haben. Welchen Eindruck hatten Sie anfänglich von Ihnen? Ich habe mal das Zitat von Ihnen gefunden, dass Sie sagten, er sei ursprünglich zu Beginn seiner Amtszeit durchaus beseelt gewesen, sein Land in eine westliche Moderne und näher an Europa zu führen. Haben Sie das tatsächlich damals, also glauben Sie, er wollte das damals tatsächlich und wenn ja, was ist geschehen? Formulieren wir mal zugespitzt so. Er ist nicht im Dezember 1999 Präsident Russlands geworden, um am 24. Februar 2022 die Ukraine zu überfallen. Das ist sozusagen genau das, was ich meine, er denkt nicht strategisch. Und als er 2001, als Herr Kaminer und ich nebeneinander beim Abendessen für Herrn Putin beim Bundespräsidenten gesessen haben, seine Rede im Bundestag hält, spricht er ja im Wesentlichen zu seinem Land. Ja. Ich will Russland in eine Demokratie führen. Wir müssen die Geschichte aufarbeiten. Wir wollen eine Marktwirtschaft. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Frau Pagung, ist das das, was Putin damals wollte? Stabilen Frieden auf dem Kontinent? Also ich glaube, dass in diesem frühen Putin und vor allen Dingen auch in dieser Rede, die er damals gehalten hat, unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten angelegt waren. Und dass die wir jetzt haben, natürlich nur eine von mehreren ist. Das heißt, ich schließe nicht aus, dass er sich ein Russland vorgestellt hat, was Teil eines europäischen Hauses ist. Ich glaube, das war schon etwas, was er anvisiert hat. Wir sehen aber genauso, wenn wir auch nochmal wirklich in das Skript der Rede gucken, auch andere Teile. Also er hat sich damals beispielsweise schon dafür stark gemacht, dass es eher ein Europa vielleicht unter russisch-deutsch-französischer Führung werden würde, also eher ohne die USA. Also genau, ja, im Grunde genommen die grundlegende Sicherheitsarchitektur, die ja schon vorherrschend war, dass es die so in der Form nicht mehr gab. Und wir müssen natürlich auch sagen, dass zeitgleich zu dieser Rede natürlich schon dieser sehr brutale Krieg in Tschetschenien tobte, dass es auch damals schon Maßnahmen gegen die Opposition gab. Also ich glaube, es macht sozusagen wenig Sinn, eine Sicht auf die Geschichte zu haben, die linear ist und zu sagen, okay, damals war das schon sichtbar, dass es so kommen wird wie heute, sondern dass es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten gab und beide waren angelegt damals. Was passiert damals ist, dass er, das sehe ich genau wie Frau Pagung, die Hoffnung gehabt haben mag, ein besseres Russland bauen zu können. Der erste Tschetschenienkrieg war übrigens von Jelzin zu verantworten. Er hat den zweiten geführt. Also es ist sozusagen, hat eine gewisse Tradition, in der er steht. Und dass er aber in dem ersten Moment, wo er auf Probleme trifft, mit den klassischen Reflexen eines Geheimdienstoffiziers reagiert. Er bekommt Anfang der 2000er Jahre Wirtschaftsprobleme, verstaatlichen. Er bekommt Ende der 2000er plötzlich massenhafte politische Proteste. Als er die Wahlen 2011-12 zu massiv fälscht, gehen die Leute zu Hunderttausenden auf die Straße. Was mache ich? Repression. Das heißt, er reagiert auf die Probleme, auf die er trifft, eben nicht mit den Mechanismen, die geeignet gewesen wären, ein besseres Russland zu bauen, sondern mit denen eines Geheimdienstoffiziers und am Ende eines Diktators. Wir haben hier auch ein berühmt gewordenes Foto mit Wladimir Putin aus dem Jahr 2007. Angela Merkel war damals bei ihm zu Gast und plötzlich läuft sein Hund ins Bild. Putin weiß, dass Angela Merkel große Angst vor Hunden hatte. Welchen Charakterzug kann man hier erkennen, Herr Kaminer? Na, wir wissen nicht, ob der Hund auch beim KGB ausgebildet wurde oder nur rein zufällig da ins Zimmer gelaufen ist. Ich würde das nicht so glauben. Das ist, also wir schwenken, wissen Sie, zwischen dem Bild Putin als hinterhältige, übermächtige Satan, der alles, der Merkel mit dem Hund Angst einjagen will, und dem guten Mann, der eigentlich nur Russland zu Europa bringen wollte. Das sind beide Extreme, die nicht stimmen so. Er ist weder ein superkluger Satan, obwohl auch noch geheimdienstlich ausgebildet, keine Frage. Noch ist er ein Freund Europas. Es ist ein typischer Fall seiner Generation, wenn ich das sagen darf. So ein typischer Garagenrentner, der
einer sehr gerne natürlich über Weltordnung sinniert, aber privat haben wir gesehen einen sehr dürftigen Geschmack hat. Er hat sich aber später zu dem Bild nochmal geäußert und hat selbstverständlich gesagt, er habe das nicht gewusst, dass Frau Merkel Hunde nicht schätzt. Das war ein grotesker Fehler, was er gemacht hat. Denn er musste sich sagen, mit der Dame habe ich vielleicht noch länger zu tun und ich sollte sie nicht schlecht behandeln. Ich fand das im Übrigen auch sehr interessant, wenn wir das ja vergleichen mit Merkels Vorgänger Gerhard Schröder. Diese Männerfreundschaft, die die beiden ja ausgezeichnet hat. Und dann dieser Übergang zu Merkel, wo klar war, dass Männerfreundschaft nicht mehr funktionieren wird, weil Angela Merkel einfach kein Mann war. Und dann eben das zu solchen Methoden kam. Also ich fand das auch sehr interessant, wie unterschiedlich er dann eben mit Personen, je nachdem, wie er sie einschätzt. Und wie das er war sie im Übrigen der große Vorteil ihres Verhältnisses zu Putin, dass es nicht darauf ankommt, wer hat den dickeren Oberarm, dass er das mit ihr nicht versuchen kann oder muss. Und ich hatte immer die Überzeugung, dass sie, und ich benutze jetzt bewusst das falsche Geschlecht, der einzige Politiker im Westen gewesen ist, den er ernst genommen hat. Mhm. Interessante These. Nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, hat der Westen mit Sanktionspaketen reagiert. Inzwischen ist das 13. Sanktionspaket zum Beispiel der EU verabschiedet worden. Und man hat geglaubt, damit Russland massiv schwächen zu können. Laut dem unabhängigen russischen Meinungsforschungsinstitut Levada sind die Einkommen der Russen allerdings sogar um ein Viertel gestiegen, Frau Pagung. Warum haben diese Sanktionen ökonomisch zumindest bisher offenbar ihr Ziel verfehlt? Also erstmal würde ich nicht sagen, dass sie grundsätzlich ihr Ziel verfehlt haben. Ich glaube, wir müssen einen bisschen differenzierteren Blick drauf werfen. Oder sind die Zahlen nicht echt, wenn es dann heißt, ein Viertel? Nein. Also ich glaube, es gibt einfach sozusagen sehr unterschiedliche Blickwinkel auf die russische Wirtschaft, die alle wahr sind. Das ist das Problem daran. Also es gibt nicht das einheitliche, Bild. Also grundsätzlich ist es in der Tat so, dass wir beispielsweise im letzten Jahr ein Wirtschaftswachstum, ich glaube, von 3,5% in Russland gehabt haben, was natürlich vor allen Dingen getrieben ist durch die massiven Investitionen in die Rüstung und in diesen Krieg. Das heißt, es ist ein staatlich subventioniertes Wachstum. Wir sehen gleichzeitig in anderen Teilen der Industrie, beispielsweise, ein gutes Beispiel ist immer die Automobilindustrie, wo wir einen sehr starken Rückgang haben. Wir sehen auch beispielsweise, dass Gazprom, was ja immer der Goldesel der russischen Wirtschaft und des russischen Staates gewesen ist, dass der ziemlich stark gemolken wird, auch durch Extrasteuern, um diesen Krieg zu ermöglichen. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist, glaube ich, eine sehr aufgeblähte russische Wirtschaft aufgrund dieses Krieges, aber eben kein nachhaltiges wirtschaftliches Entwicklungsmodell und vor allen Dingen keine Entwicklung, die wirklich nachhaltig den Menschen auch Wohlstand bringt. Ja. Nichtsdestotrotz muss man natürlich kurz, wenn ich das zu Ende führen darf, sagen, dass wir am Ende bei den Sanktionen natürlich ein durchwachsenes Bild haben. Die Hoffnung war, dass man damit die russische Fähigkeit zur Kriegführung deutlich beschneiden könnte. Das haben wir aus unterschiedlichen Gründen so nicht geschafft. Sanktionsumsetzung, auch welche Sanktionen haben wir gewählt? Wir haben Gas lange nicht in Betracht gezogen, auch Öl hat sehr lange gedauert. Aber es ist andererseits eben schon für den russischen Staat beispielsweise die Einfuhr von bestimmten kriegswichtigen Produkten erheblich erschwert und erteuert. Ja, was hören Sie, Herr Kamina? Wie hat sich die Lebenssituation der normalen Menschen in Russland verändert in den letzten 2 Jahren? Ich habe Verwandtschaft auf dem Land, sehr weit von Moskau entfernt, im Nordkaukasus, und Verwandtschaft in Moskau, in der russischen Metropole. Und in der Metropole hatten sie schon immer sehr reich gelebt. Das ist auch heute so geblieben, obwohl ab und zu mal irgendwelche Sachen fehlen, aber die werden dann anderswo dann beschaffen. Und auf dem Land, wo Menschen extrem arm gelebt haben, bleiben sie arm. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Zu den Sanktionen wollte ich nur sagen, das habe ich jetzt schon vergessen, was ich sagen wollte. Gas wurde ja gar nicht sanktioniert und, ja, Öl, genau. Und Öl fließt weiter. Ja. Also wir müssen uns jetzt nichts vormachen, das ist ein seltsamer Krieg. Weil die Ölleitung durch Ukraine mit russischem Öl geht ja weiter nach Europa. Aber schauen wir mal ganz einfach auf die Zahlen. Der russische Staatshaushalt wurde gefüttert in der Vergangenheit von Einnahmen bis zu über 50% aus dem Verkauf von Öl und Gas. Im Moment trägt der Verkauf von Öl und Gas 28% noch bei. Zugleich gibt der russische Staat
40% seines Haushalts für diesen Krieg aus. Ja. Wladimir Putin fährt, wie Frau Parung richtig gesagt hat, sein Land auf Felge. Ja. Der hat eine Kriegswirtschaft aufgebaut, die er völlig überheizt. Und wenn Sie zu Recht zitieren, die Einkommen der Menschen wachsen, ist das Ausdruck der Sorge, die das Regime vor seinem Volk hatte. Er regiert mit drei einfachen Mitteln, der großen Lüge, der Propaganda, der Repression, ständig Angst, und er muss sich Zustimmung kaufen. Und das tut er. Und woher nimmt er das Geld? Aus seinen Reserven. Wie sich die Lebenssituation für Oppositionelle in Russland verändert hat, hat uns zum Beispiel der Anwalt Jewgeni Stupin vor dem Gespräch hier heute geschildert. Er war Abgeordneter der Kommunistischen Partei im Moskauer Stadtparlament und wurde von Fraktion und seiner Partei verbannt, nachdem er Kritik am Krieg geäußert hat. Wir haben ihn in Deutschland getroffen und das hat er uns erzählt. Mein Name ist Jewgeni Stupin. Ich bin Abgeordneter des Moskauer Stadtparlaments und Anwalt. Zurzeit befinde ich mich in Deutschland, da ich gezwungen war, Russland zu verlassen. Nachdem ich Wladimir Putins Aggression gegen die Ukraine mehrmals verurteilte, wurde ich aus meiner Partei und ihrer Fraktion im Moskauer Stadtparlament ausgeschlossen. Anschließend wurde ich als ausländischer Agent eingestuft. Das ist eine sehr ernstzunehmende Brandmarkung in Russland. Letztendlich wurde mir mit dem Tatverdacht des Extremismus gedroht, auf dessen Grundlage auch Alexei Nawalny verurteilt wurde. Somit hatte ich die Wahl zwischen Haft und Ausreise. Wir haben uns entschieden, das Land zu verlassen. War das eine kluge Entscheidung? Angesichts dessen, wie es anderen Menschen abweichender Meinung Russland ergeht, war das natürlich richtig. Nicht? Wladimir Putin hat das, was an Opposition überhaupt noch in Russland und unabhängiger Meinung vorhanden war, restlos pulverisiert. Und wir dürfen deswegen auch nicht hoffen, dass eine Änderung in Russland, die nicht auszuschließen ist, aus einem politischen Motiv von Menschen heraus geschieht, dass Leute plötzlich einer Idee folgen, sondern wenn es zu einem Umbruch kommt, wenn der schwarze Schwan plötzlich auftaucht, dann, weil die soziale und wirtschaftliche Lage der Menschen nicht mehr entsprechend ist und sich solche Proteste vernetzen würden. Das ist das, wovor man Angst hat, eine Entwicklung wie in Nordafrika, wie wir es erlebt haben, der arabische Frühling, aus dem Nichts heraus werden plötzlich diktatorische Regime hinweggefegt. Ich fand interessant, was Sie neulich geschrieben haben, Herr Kaminer, nach dem Tod von Nawalny, dass der tote Nawalny für den Kreml noch mehr Schwierigkeiten bereithalten wird als der inhaftierte Regimegegner. Warum? Na, als Nawalny lebte, konnte man mit seinem politischen Kurs einverstanden oder nicht einverstanden sein. Er hatte auch durchaus Menschen, die aus dem liberalen, demokratischen Lager, die ihn nicht hundertprozentig unterstützten. Jetzt als Märtyrer ist er zu einem Sinnbild des Widerstands geworden. War es dann nicht dumm? War es dann nicht dumm vom Regime, ihn umzubringen, falls das so war? Na, so groß war die Angst. Also jetzt direkt vor der Wahl jemanden im Knast zu haben, der aus dem Knast heraus noch irgendwelche tatsächlich taugliche Widerstandsstrategien, die Durchführung, diese Wahl, die reibungslose Durchführung stören konnten, noch geschafft hat, rauszubringen. Das ist das, was heute die russische Opposition vorhat oder alle Menschen, die unzufrieden sind mit dem Regime. Das ist ja Nawalnys Idee, die aus dem Knast rauskam. Wir kommen noch mal kurz zu den sogenannten Wahlen. Der laut Umfragen aussichtsreichste, in Anführungsstrichen, Gegenkandidat bei der Wahl am Wochenende ist Nikolai Charitonow, der für die Kommunistische Partei antritt, mit deren Werdegang Sie sich auch beschäftigt haben, Frau Pagung. Ist das als Opposition irgendwie ernst zu nehmen, was dieser Kandidat und die Kommunistische Partei darstellen? Nein, das ist eine Systemopposition, wie auch alle anderen übrigens in der Duma vertretenen Partei. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie die Blockflöten zu DDR-Zeiten vorstellen. Also das heißt, es gibt kleinere Details, in denen dann auch mal Dissens geäußert wird, aber im Grunde genommen trägt man das System mit und insbesondere bei diesen Wahlen sind die Gegenkandidaten, die jetzt eben auch zugelassen wurden, eben welche, um genau dieses Scheinbild einer Demokratie aufrechtzuerhalten, obwohl vollkommen klar ist, dass die Kandidaten keine Chance haben und es eben auch keine echte Wahl ist. Wir haben auch Jewgeni Stupin gefragt, wie er die Konkurrenz von Putin einschätzt und das hören wir uns mal kurz an. Die russische Präsidialverwaltung brauchte unbedingt Leute, die älter als Putin sind, damit er nicht als alter Greis heraussticht.
Ich erinnere daran, dass Nikolai Charitonow von der Kommunistischen Partei 75 Jahre alt ist und Putin 71. Es war schwer, noch ältere Leute zu finden. Außerdem ist Charitonow maximal unauffällig. Dieser Mensch hat keinerlei Wiedererkennungswert. Der Kreml hat solche Angst, dass bei dieser Wahlimitation, ich nenne das nicht einmal Wahlen, etwas nicht nach Plan laufen könnte, sodass er ausschließlich solche Kandidaten ausgewählt hat. Das deckt sich ja auch mit Ihrer Einschätzung. Restlos. Es gab ja einen Kandidaten, bei dem man sagen konnte, das ist möglicherweise eine interessante Alternative. Boris Nadjirschin mit dem interessanten Namen. Nadjirschin, das ist die Hoffnung in Russland. Der zumindest, soweit das irgendwie ging, sich gegen den Krieg positionierte. Und was haben wir wieder erlebt? Der ist nicht aus politischen Gründen etwa ausgeschlossen worden, sondern hat was in den Unterlagen nicht gestimmt. Und deswegen konnte er leider nicht zugelassen werden. Also man hat alles so orchestriert, dass man in der Tat so eine Scheinwahl hat, wie wir sie in anderen Diktaturen früher auch schon erlebt haben. Herr Kamina, als Sie das letzte Mal bei uns hier zum Gespräch waren, da haben wir viel über die in Deutschland lebenden Russen gesprochen. Sie haben uns erklärt, also, dass viele von denen sich in Wahrheit gar nicht für Politik interessieren, dass sie nach wie vor auch hier in Deutschland das russische Staatsfernsehen konsumieren. Hat sich deren Sicht auf Putin seither irgendwie verändert und den Krieg, oder ist das eigentlich immer noch eine Grundzustimmung? Na, wir haben seit Beginn dieses Krieges eine riesige Auswanderungswelle aus Russland, eine Neumigration, oder wie soll ich sie dann sonst nennen, also Menschen, die aus Angst mobilisiert zu werden, aus politischen, weil sie politische Differenzen hatten mit Regime, Menschen, die dieses Regime bekämpfen wollen, die große Berufsgruppen, so Künstler, es gibt keine Freiheit mehr in Russland, von Filmemachern bis Malern, Schriftsteller, die ganze Bestsellerliste Russlands ist inzwischen irgendwo in Europa verstreut. Alle diese Menschen stellen eine neue, große russischsprachige Gemeinde hier, würde ich sagen. Und sind natürlich auch gegen das Regime Putin. Dennoch, uns sind noch die Bilder geläufig aus den Tagen nach Kriegsbeginn, wo dann in Ost-Berlin Autokorsos waren mit russischer Fahne. Gibt diese Klientel gibt es schon auch noch. Da würde ich wissen, das waren ja 200, 300 Leute. Wir haben hochgezählt, wo sind sie jetzt? Also schon lange nichts mehr gehört von. Sie haben keine sachdienlichen Hinweise. Dafür aber haben wir Tausende, die demonstrieren gehen gegen den Krieg, gegen das Regime. Und wir haben jetzt, weiß ich, bei dieser elektoralen Maßnahme, auch am Sonntag vor der russischen Botschaft in Berlin, wenn Sie gute Bilder von guten Russen haben wollen, gehen Sie dahin, um Mittag. So. Da sind große Proteste erwartet. Wir kommen zur Schlussrunde, Frau Pagung. Wladimir Putin wird höchstwahrscheinlich nach dem Wochenende für 6 weitere Jahre Präsident sein können. Ist es aus Ihrer Sicht wahrscheinlich, dass er am Ende dieser 6 Jahre auch tatsächlich noch Präsident ist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich halte es ehrlich gesagt angesichts der Stabilität, die wir in diesem Moment in Russland sehen, durchaus für möglich. Und auch der Tatsache, dass es eigentlich keine Möglichkeit für einen Machtwechsel innerhalb des Systems gibt, ohne dass dieses System sich selbst gefährdet. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man mit sowas sehr vorsichtig sein. Also Rüdiger von Fritsch hat es gesagt, wenn wir an den Mauerfall denken, an den arabischen Frühling, da laufen solche Zerfallsprozesse in autoritären Systemen häufig sehr plötzlich und sehr schnell und nicht unbedingt angekündigt und vorhergeahnt. Deswegen würde ich hoffen, dass es nicht so ist, aber ich bin nicht sehr optimistisch. An Sie die Frage, Herr von Fritsch, wenn dieser Krieg irgendwann enden sollte, wer wäre geeinigt oder wer wäre geeignet, die ja dann notwendige Aussöhnung zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln? Die Frage an Sie, den Diplomaten. Die Lösung muss zunächst zwischen den Ukrainern und den Russen geschehen. Und die Russen sind verantwortlich, ein besseres Land auch zu bauen. Jeder, der im Moment dieses System aus welchem Grund auch immer mitträgt, trägt ja mit Schuld. Also das muss Russland selber leisten. Und es ist an der Ukraine zu sagen, wie und zu welchen Bedingungen Aussöhnung gelingen kann. Die Bereitschaft zu vermitteln
ist ja umfassend vorhanden. Und es ist ja bezeichnend, dass die vielen Versuche, die unternommen wurden, alle gescheitert sind an der mangelnden, ehrlichen Gesprächsbereitschaft Russlands. Und das bezeichnendste Beispiel ist, finde ich, China. Wenn jemand politisch einen Einfluss nehmen könnte darauf, dann ist es China. China hatte vor einem Jahr eine solche Initiative gestartet, von der hat man nichts gehört, jetzt haben sie wieder gestartet. Und es gibt ein chinesisches Papier dazu, in dem ein wunderbarer Satz drin steht, nämlich für schwierige Probleme gibt es keine einfachen Lösungen. Dazu hätte mein deutscher Lieblingsphilosoph Loriot gesagt, ach was. Und wenn selbst China das nicht lösen kann, dann sehen wir, wie schwer diese Aussöhnung auch vorankommen kann. Das ist zunächst zwischen den Völkern zu leisten und die Bereitschaft von außen zu helfen, ist beliebig vorhanden. Herr Kamina, was glauben Sie, Ihr Heimatland Russland, was wird es in, sagen wir, 10 Jahren für ein Land sein? Ich bin mir sicher, dass diese Situation nicht lange halten kann. Die jetzige Situation mit der versprochenen Freundschaft mit China. Russland ist ein europäisches Land und das wird über kurz oder lang seinen Weg zurück in die europäische Gemeinschaft finden. Wichtig wäre dann von Europa auch für Russland, für die russische Regierung, für die spätere, ja, eine Exit-Strategie aus diesem Schlamassel zu haben. Ich glaube, Russland muss angebunden werden an europäischen Instituten. Sonst wird dieses Land immer wieder zum nächsten und übernächsten Putin in einen Krieg, in eine Aggression abrutschen. Und das dürfen wir nicht zulassen in der Zukunft. Frau Pagung, Herr Kamina, Herr von Fritsch, wir haben nicht gestritten heute und genau das finde ich auch gut so. Ich wollte lernen über den Zustand Russlands und die Stellung von Wladimir Putin und das konnte ich. Vielen Dank, dank Ihrer Expertise, Ihrer Einblicke. Vielen Dank für die Diskussion und vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das Spitzengespräch ist bald wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.